Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Business-Büchern bei Wirtschaft TV. Und bei mir ist wieder der Verleger und Herausgeber des Sachwertmagazins Julian Backhaus. Julian, schön, dass du da bist. Hallo Manuel, danke schön. Du hast mal wieder drei Bücher mitgebracht. Ganz auf der rechten Seite ist das neue Buch von Sandra Navidi. Frau Navidi hatten wir auch schon öfter im Interview. Da geht es um Netzwerken. Was ist da so die Quintessenz? Es heißt Super Hubs und ich habe den Begriff Superkonnektor vorher schon einmal gehört in einem Buch, was wir auch hier vorgestellt haben, von dem Shane Snow, Smart Cuts hieß das. Und da hat er darüber gesprochen, und deswegen komme ich auch gleich zu diesem Buch, da hat er darüber gesprochen, dass es Personen gibt, die zum Beispiel, oder Unternehmen gibt, die zum Beispiel eine wahnsinnige Reichweite, ein Netzwerk haben, wo man sozusagen von 0 auf 100 theoretisch von profitieren kann. Und darüber hat auch Sandra in diesem Buch geschrieben. Sie hat es natürlich auf die Finanzelite gemünzt und hat einmal beschrieben, ich meine, sie war ja jetzt auch gerade wieder auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und hat dort wieder die Elite getroffen und beschreibt halt dieses ganze George Soros und wenn die da alle rumlaufen, wie man sich trifft, wie man Netzwerke bildet. Und das beschreibt sie, wie diese Leute zum Erfolg gekommen sind, wie die Netzwerke aufgebaut haben und wie heute zum Beispiel andere Unternehmen oder Personen von diesen Hubs sozusagen profitieren und selber dadurch wieder weiterkommen. Also ein sehr schönes Buch. Klingt sehr spannend. Wir haben ein bisschen Kontrastprogramm in der Mitte mit Immobilien verlässlich Geld verdienen. So ist Was es. Was steckt dahinter? Ja. Der Jörg Winterlich ist ja nun einer der großen Immobilienexperten. Ich würde ihn schon mal fast den Robert Kiyosaki aus Deutschland nennen, weil er ja eben nun auch auf dieser Bildungsschiene damit sehr, sehr stark unterwegs ist. Und erfolgreich mit Immobilieninvestments ist im Haufe Verlag erschienen. Ist also ein sehr edel ausgearbeitetes Buch und kostet natürlich auch seinen Preis. Aber er hat da ganz, ganz viel Fachwissen reingesteckt. Also im Gegensatz zu Aktien spricht er hier wirklich über jegliche Durchführungswege. Wie kann ich ein Objekt kaufen, bewerten, die Mieten vielleicht nach oben anpassen, Wertschöpfung betreiben und. Wie kann ich das finanzieren? Also eigentlich auch für jeden, der sagt, Mensch, ich würde gerne mit Immobilien, also mit Realimmobilien Geld verdienen, ist das absolut ein Standardwerk. Und dann haben wir hier so ein kleines Taschenbuch, Einmal Rente bitte. Genau, von Sebastian Thon, Einmal Rente bitte, die große Portion mit Ausrufezeichen. Und es ist einfach im Gegensatz hier zum Immobilienbuch rein auf Aktien und der Aktienmarkt lohnt sich und ETFs sollte man sich anschauen etc. Und da schreibt der Sebastian Thon einfach darüber, wie kann man halt mit diesem Thema für sich eine Vorsorge betreiben. Jetzt verleihen wir wieder unseren kleinen Bullen hier. Welches Buch ist denn für dich das Lesenswerteste? Also lesenswert sind sie natürlich immer alle sowieso. Mhm. Und auch die beiden blauen Vertreter hier sind sehr lesenswert. Natürlich ist es immer eine subjektive Entscheidung von mir. Und in diesem Fall würde ich aber sagen, gerade dieses Thema Netzwerk ist so immens wichtig. Und von daher hat die Sandra Navidi hier mit Superhubs den Bullen gewonnen. Also unsere Schmöker-Empfehlung für diesmal Sandra Navidi mit Superhubs. Ich hoffe, für Sie war auch was dabei, liebe Zuschauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Das waren die Businessbücher bei Wirtschaft TV. Vielen Dank an Julian Backhaus. Bitte gerne. Und Ihnen viel Spaß beim Lesen.